Und jetzt der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zum Wochendurchblick. Die letzte Parlamentswoche vor den Pfingstferien steht ganz im Zeichen der Energie. Unsicherheiten auf den Märkten bei Strom, Erdöl und vor allem beim Erdgas haben zu enormen Energiepreissteigerungen geführt. Das spüren wir alle im Geldbeutel. Und fragen uns, wird Putin neben Angriffskrieg und Hunger auch Energiestopps als weitere Waffe gegen uns richten? Viele Unsicherheiten also. Deshalb kam die Regierungserklärung von Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger am Dienstag im Plenum genau zur richtigen Zeit. Unter dem Titel Energieplan Bayern – Ziel sicher, bezahlbar, erneuerbar – brachte sie auf den Punkt, was viele von euch draußen denken und mir in Gesprächen sagen. Nie war die Sicherung unserer Energieversorgung wichtiger als heute. Denn der wirtschaftliche Erfolg Bayerns, seine innovativen und kreativen Unternehmen und nicht zuletzt unser aller Wohlstand hängt von Energie ab. Bayern wird nun dann weiterhin eine liebenswerte, fortschrittliche Heimat für uns alle sein, wenn wir erreichen, dass Energie jederzeit verfügbar bleibt. Nur damit können Unternehmen im bundesdeutschen, europäischen und globalen Wettbewerb bestehen. Es bedarf günstigen Stroms, günstiger Mobilität und günstiger Wärme. Dies gelingt, wenn wir einen Mix aus allen erneuerbaren Energieträgern anstreben. Von der Windkraft über Biomasse, Photovoltaik und Wasserkraft bis hin zur Geothermie. Bayern muss resilient werden und gefährliche Energieabhängigkeiten hinter sich lassen, um Abhängigkeiten von Russland kurzfristig abzubauen. Und nur dafür ist es durchaus legitim, Kernkraft als grundlastfähige Sicherheitsunterstützung weiter zu betreiben. Gleichzeitig muss ein beschleunigter Ausbau erneuerbarer Energien das mittelfristige Ziel unserer Energieversorgung sein. Und langfristig können Plasmaforschung und Fusionstechnologie saubere Energie der Zukunft sichern. Wir sind stolz auf Bayerns neuen Energieplan. In ihm steckt alles, für das wir Freien Wähler seit 13 Jahren im Landtag und seit mehr als 5 Jahrzehnten in ganz Bayern kämpfen. Ich darf euch schon jetzt versichern, um Bayerns Energiebedarf langfristig zu decken, werden wir klotzen statt kleckern. Nun aber wünsche ich euch zuerst einmal friedliche Pfingsten, schöne Ferien und eine erholsame Zeit mit eurer Familie. Bitte bleibt gesund und Gott schütze euch. Der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Freie Wähler Landtagsfraktion.